ich hasse dieses verflixte Land. Vorsicht, Herzbube. Wir sind im Schaumzuckersumpf gelandet. War ja klar. Ein Teich aus Süßigkeitenmasse. Es gibt kaum was Sinnvolleres. Hopp, hopp. Nehmt die Beine in die Hand. Dann könnt ihr auch nicht einsinken. So ein Schlamassel. Sag uns, Kaninchen, wo ist Cyrus? Erzähl, wo du ihn gesehen hast. Naja, gesehen habe ich ihn eigentlich nicht. Hast du ihr erzählt, ich hätte ihn gesehen? Das hast du mir gesagt. Das war nur so eine Floskel. Nein, das war es ganz bestimmt nicht. Ich meinte nur, dass ich mit der Haselmaus Tee getrunken habe und sie gesagt hat, sie hätte ihn gesehen. Wir kommen den weiten Weg, weil ein dauerschlafender Nager irgendwas gesäuselt hat? Schenk ihm keine Beachtung, Kaninchen. Weiter. Sie sagte, Cyrus sei im verlassenen Haus des verrückten Hutmachers, der seit einer ganzen Weile nicht mehr im Wunderland gesehen wurde. Der lässt sich hier auch nicht mehr blicken. Er führt jetzt ein ruhiges Leben an dem Ort, an dem ich mir auch was aufbauen wollte. Einem Ort übrigens, wo Libellen Libellen sind und keine Drachen. Sag mal, Kaninchen, wächst du? Schon möglich. So etwas ist hierzulande nichts Ungewöhnliches. Wir sinken ein. Meine Füße stecken fest. Wo finden wir das Hutmachers Haus, Kaninchen? Na, wo wohl? Im Tulgi-Wald. Na schön, wir müssen hier irgendwie raus. Was du nicht sagst. Keine Sorge, alles wird gut. Ich werde ganz einfach... Ich werde Hilfe holen. Nur keine Sorge, alles wird wieder gut. Ganz bestimmt. Nicht bewegen, so sinkst du nur schneller ein. Oh, stimmt, ein langsamer Tod ist viel angenehmer. Das ist erbärmlich. Ich sterbe wie ein verflixtes S'more. Ein was? Das ist ein Keks-Schoko-Sandwich mit geröstetem Schaumzucker. Egal, jedenfalls gehen wir drauf. Herzbube, das ist brillant. Verflixt noch eins, was wird das? Ich mache S'mores. S'mores. Wie auch immer. Ich dachte schon, du wärst wirklich eine Verrückte. Siehst du? Komm schon. Langohr kann was erleben. Es wird spät. Ich will heute in meinem eigenen Bett schlafen. Du kannst jetzt nicht gehen. Wir haben Cyrus, Cyrus noch nicht... ganz genau. Du hast es doch vorhin gehört. Das Kaninchen hat ihn gar nicht gesehen. Ich hätte mir das alles gespart, wenn ich das gewusst hätte. Soweit wir wissen, ist er gar nicht mehr am Leben. Und was, wenn doch? Alice. Ich habe viel Mist gebaut. Deshalb bin ich hier weg. Es gibt viele, die mir den Tod wünschen. Sie haben ihre Gründe, und um ehrlich zu sein, das sind gute Gründe. Ich habe eine Zukunft in Aussicht, die mir gut gefällt. Und die ich nicht für eine Vermutung aufs Spiel setze. Ich kann dich bezahlen. Und wie? Du hast nichts, womit du mich bezahlen könntest. Das ist nicht ganz richtig. Ich habe etwas, das besser ist als Geld. Wünsche. Das verstehe ich nicht. Wieso holst du Cyrus nicht mit einem Wunsch zurück? Man weiß nie, auf welche Art sich ein Wunsch erfüllt. Wenn ich mir Cyrus zurückwünsche, taucht er vielleicht auf, mit einem Strick um den Hals von einem Baum hängt. Es kommt vor, dass man sich mit Wünschen buchstäblich einen Strick dreht. Es will also gut überlegt sein, was man sich wünscht. Man muss die Konsequenzen abwägen. Ja, das kriege ich hin. Heißt das, du bleibst hier? Wenn wir Cyrus finden, habe ich einen Wunsch frei. Was auch immer ich will. Gut, bring mich in den Tulgi-Wald. Du glaubst also dem Langohr? Ich weiß, du vertraust ihm nicht, aber ja. Ich glaube dem Langohr.